Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever im Multiplayer. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon in der letzten Woche angekommen. Ist spontan, ob wir diese Staffel noch weitermachen oder wir die neue anfangen. Ich würde ganz gerne erst die neue anfangen, wenn wir die... Ja, ihr kennt meinen Perfektionismus, perfekt vorbereitet haben. Das heißt, es kann sein, dass sich dieses Projekt, was wir jetzt gerade haben, diese Staffel, noch verlängern. Aber das sehen wir dann. Mich würde wiederum nochmal interessieren, habt ihr Ideen zur Verbesserung oder ähnliches an dieser Stelle einfach nochmal genannt? Ich würde verbessern, dass wir hier die Straße ausbauen. Und auch nach oben hin diese Straße als Hochgeschwindigkeitsstraße machen. Denn wie ihr seht, hier ist viel, viel zu tun. So, hier kommen wir wieder ins Dörfchen rein. Kriegen wir die ausgebaut? Nö. Bau nicht möglich. Da kriegen wir es hin, da nicht. Frage ist ja, warum nicht? Das stört. Okay. Das ist das Einzige, was stört. Okay, ja gut. Eine Hauptverbindung. Okay, probieren wir es jetzt mal. Wenn wir jetzt das weggerissen haben, kriegen wir das jetzt gezaubert? Nein. Okay, machen wir das so. Kriegen wir das jetzt gezaubert? Ja, gut. Wir wollen natürlich jetzt noch, dadurch, dass sich das alles so ein bisschen... zieht, sehen, dass wir noch mehr Fahrzeuge drauf kriegen. Aber wir haben gleich noch so viel anderes zu tun. Straßenfahrzeug, Tram Depot. Tram Depot. Und kaufen wir einfach noch mal ein paar. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Oh, die Skoda 10 und die Cobra mit 30. Das machen wir jetzt. Die Cobra mit 30 schmeißen wir jetzt auf diese Linie, und zwar machen wir einen Fahrzeugersatz. Da haben wir ja den tollen Jetzt ersetzen Button. Oh, warte mal, müssen wir noch vorher einstellen, bevor wir das näher vergessen. Nochmal die hier. Farbe Oranje. Können aber ganz dunkles Braun nehmen. So, Fahrzeugersetzung an und sofort ersetzen. Kostet uns gar nichts. 11 ersetzende Fahrzeuge. Gut, das kann sich jetzt erstmal hinlaufen. Wir haben jetzt erstmal zu tun, hier die Güter abzufahren, denn die haben ja schon Schlacke und Kohle alles mitzubringen, nur wir schaffen das nicht, die wegzubringen. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir die wegbringen. Und zwar brauchen wir dafür einen Zug. Nicht nur einen, wir brauchen mehrere Züge. Loks. Was nehmen wir denn da Schönes? Also ich würde ganz gerne Waggons nehmen, die 100 schaffen. Ist ja eigentlich auch egal, das kann ja alles schön zusammenpassen. Die 100 hatten wir schon. Das ist Amerikanski. Hier die Deutsche Reichsbahn. Passt ja gut zu den Waggons, die wir dazu haben von der Deutschen Reichsbahn. Hier hätten wir die... Ach guck mal, die fahren auch 100. Das ist doch geil. Nehmen wir nochmal die 203. Boah, das ist denn auch so geil, ne? Die 185er. Die 145, die sieht auch richtig geil aus. Die gefällt mir richtig gut, die nehmen wir. In Einfachtraktion, die müsste von der Leistung her sehr gut hinkommen. Dazu nehmen wir Güterwaggons. Habe ich mir rausgesucht, wir haben ja einen Mod. Das ist der Steak KOCC. Der kann nämlich Baumaterialien mit hinnehmen, kann aber uns auch Werkzeuge und Waren mit zurückbringen. Das ist natürlich schon cool. Und das kaufen wir uns so. Ups, das kaufen wir uns so, habe ich gesagt. Achso, wir müssen ja die Meterzahl haben. 268. Oh, das ist zu weit. Klar, so geht das. Kopieren. Ja, wir brauchen viel, was wir in die Stadt bringen wollen. Und auch viel, was wir da mitbringen wollen. Hier sind ja... Ja gut, Signale setzen dürfen wir jetzt nicht mehr. Ey, sind jetzt wenig Signale gesetzt. So. Habe ich wieder alle anderen versorgt, nur mich nicht. Naja, gut, ist jetzt so. Ich kriege nicht mal das Raussignal. Meine lieben Kollegen, ich denke mal, ihr seid mir da nicht böse, aber ansonsten kriege ich hier den Takt nicht reingebracht. Hier habe ich zwar nach innen hin eine...
Ein Signal. Und nein, das ist kein Lag im Video gewesen. Das war ein Lag im Spiel. Ich kam noch nicht darauf, da nochmal wieder das Richtige zu sagen. Bin ich da richtig? Ja. So, damit wir hier zumindest ein bisschen Takt reinkriegen. Okay. Ja, ich weiß, der Bahnhof ist länger. Wir könnten da auch noch längere Züge fahren lassen. Boah, sieht das cool aus. Okay. Jetzt brauchen wir noch eine Linie. Die müssen wir jetzt natürlich gleich erstmal kontrollieren, ob die richtig läuft. Hier sind schon die ersten Fahrzeuge ersetzt. Linienfarbe, wie immer. Den Kantastisches Orange. Die setzen wir uns erstmal hier unten in der Ecke. Und zwar soll davon hier aus, damit wir endlich mal die Baumaterialien in die Stadt reinkriegen. Hier hin. So, hier teilt sich das wieder. Ich würde aber ganz gerne nach außen gehen. Also müssen wir ein... Ja, wir sollen nicht einfach so auf der Insel bauen, aber ich möchte ganz gerne, dass wir das ganz außen haben, weil wir die Möglichkeiten dazu auch haben. Und zwar nach Kantopolis. Genau, dann haben wir nämlich hier schön die äußere. Und dann müsste das auch hinhauen. Das heißt, wir machen jetzt hier eine Linienzuweisung. Linie 1, die muss ich natürlich noch umbenennen. Pausieren das Spiel noch mal kurz. Ich möchte das alles natürlich erstmal fertig haben, sonst vergesse ich das nachher. Linie 1 umbenennen. K. Baumaterialien. Oh nein! Okay, Schleichwerbung. Sorry, ey. Ich finde kein Keybind, wo ich mir das so machen kann, dass es nicht drin vorkommt. Ja, das war Produktplatzierung, aber nicht gewollt. Baumaterialien. Kantopolis. Oh, Kantopus. Ja, ist auch in Ordnung. Ist jetzt Spitzname für Kantopolis. Okay, des Weiteren brauchen wir noch Fahrzeuge. Oh, ey, wenn ihr jetzt sehen würdet, wie rot meine Tomaten, mein Tomatenkopf gerade ist, wie unangenehm mir das ist. Lustig, ey. So, komm da raus. Du bist umzingelt. Eine wunderschöne Lok der DB. Er wollte bremsen, habe ich genau gesehen. Ja, den Steak Car, das ist das erste Mal, dass wir den Steak Car hier benutzen. So, wir können alle Schienen benutzen, dadurch, dass wir hier diese Welle drin haben. Wir haben auf allen eine Doppelkreuzweiche drauf. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wir produzieren Baumaterialien. Und jetzt müssen wir natürlich auf die nächste Abfuhr warten. In der Zeit werden wir hier ein bisschen nach Kantopolis rein wollen. Okay, das brauchen wir hier natürlich nicht. Hier können wir nämlich nicht nach Kantopolis rein. Das heißt, wir müssen... Oh, guck mal, ÖBB. Auch schöner Zug. Wir müssen hier gleich mit rein in die Spur und werden auch hier... Boah, alles kommt hier durch. Stau. Selbst produzierter Stau. Ich muss nochmal eben hier ein bisschen... Nein! Okay. Ich sehe schon, ich komme nicht dazu, was ich eigentlich machen möchte. Doch, kriegen wir das hin. Überhaupt kein Thema. Jetzt versuchen wir nochmal zu zaubern. Nein, zaubern. Jetzt ist es zu tief, okay. Muss doch hinzukriegen sein. Es ist nicht hinzukriegen. Okay. Ja gut. Aber ihr seht, es ist nur zeitweiliger Stau. Deswegen ist es nicht so wild. Okay, wir brauchen hier in der Stadt ein LKW-Depot. Am besten natürlich in der Mitte hier. Dazu habe ich mir natürlich schon was überlegt, weil es wäre ja doof, wenn ich jetzt erst anfange zu suchen. Okay.
Ich sehe schon, da sind die Stadt Plusburg und ich uns nicht sehr einig. Trotzdem müssen wir uns da irgendwie eine Einigung, eine Lösung zu finden. Ich finde, die hat so eigentlich am besten die Abdeckung. Industrie und Gewerbe. Ich würde gerne noch ein Gebäude verschonen, aber ich kann nicht mehr. So, das heißt, da müssen wir jetzt mit den LKWs hin. Deswegen wäre das schon eine ganz wichtige Sache, dass wir das machen. Naja, egal. Könnten wir gleich nochmal abreißen. Aber jetzt machen wir erstmal die Linie. Wie weit sind wir überhaupt? Ach, 10 Minuten. Easy. Und zack, ist es gleich wieder zu spät. Ja. Aber hier habe ich schon die LKWs, habe ich ja schon da. Ne? Die kosten ja schon die ganze Zeit. Gott sei Dank nicht. K. Ja, wenn ich das jetzt nochmal mache, kommt nochmal der Trailer. Dann mache ich jetzt mal einen Punkt. Ausnahmsweise. Ich muss das wieder alles ändern. Das gibt es aber gar nicht. Güterversorgung plus. So, Güterversorgung plus, ganz klar. Linienfarbe. Orange würde ich jetzt sagen. Also tolles Orange. Ah, das habe ich mir gedacht. Geht genau in dieselbe Spur mit rein. Aber das finde ich sehr cool, dass wir da nicht irgendwas anderes haben. So. Gut. 4 LKWs reichen mit Sicherheit nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal nochmal ins Depot und sagen einfach, dass wir alle nochmal verkaufen. Weil die sind ja jetzt schon gealtet in dem Fahrzeugdepot. Wer weiß, wie viele Jahre jetzt schon wieder vergangen sind. Oh, guck mal, wir haben hier die ganz tollen Trucks dazu. Der kann nur Vieh, kann nur Getreide, nur Maschinen, Werkzeuge, Waren, Lebensmittel. Dann nehmen wir das Allround-Talent, das ist nämlich hier der All-Cargo. Und davon kaufen wir es ja noch ein. Wir haben jetzt 2, 4, 6, 8 LKWs. Nehmen wir 10. Ich könnte noch ein Pferdefuhrwerk damit einbauen, aber egal. Statt Ölraffinerie. Oh, guck mal, jetzt ist Ölraffinerie. Linie zuweisen. Güterversorgung plus. Und jetzt brauchen wir nochmal die Güterversorgung plus. Das ist nämlich die unterste, weil da ein Punkt mit dran ist. Fahrzeuge alle 0 Monate alt. Und dann gucken wir jetzt mal, wie die aussehen. Das heißt, wir könnten gleich die Farbe noch anpassen. Gut. Das Depot geht auf. Und es wird ja auch nur das Führerhaus umlackiert. Oh, das ist ja schon fast golden. Es steht für goldene Zeiten, ja. Sehr cool. Okay. Einmal nochmal Pause. Ich muss das eben... Oh, warte mal. Den muss ich noch eben wegfahren lassen. Gut. Ich will eben die Straße hier wegreißen. Ich möchte hier eine große Straße haben. So, Steigung zu groß. Ja, da ist er doch. Genau den wollte ich doch haben. Sehr gut. Ja, wir zaubern da auch noch Straßenbahngleise rein. Sehr gut. Und jetzt zaubern wir die nochmal, die restlichen auch nochmal groß. Ja, ein Gebäude wird entfernt. Tut uns leid. Wir haben schon Ersatzplätze geschaffen. Wie blöd sieht das denn aus, bitte? Naja, gut, ist jetzt so. Und diese Straße bessern wir noch auf normale Straße. Ich glaube 50, ne? Ja, genau. Da ist 70. Echt? Innerorts 70? Cool. Jetzt können wir natürlich richtig Zeit sparen damit. Das ist ja schon fast ein Wurm hier. Die hat es hier leider zerlegt. Zieht sich aber wieder zusammen. Also es ist ein selbstreparierendes Utensil. Gut, das hätten wir auch. Die LKWs brauseln da jetzt hin. Dir kann ich gleich schon mal sagen, damit wir ein bisschen Takt drin haben. Du kannst schon mal abbiegen einmal. Ey, du bist doch gerade vor mir rausgefahren. Ja, Kollege Kanter hat gesagt, ich soll mal umdrehen. Und du machst das? Ja, klar mache ich das. So, hier ist 70 erlaubt. Die LKWs können 80 fahren. Ich glaube, wir bauen hier auch nochmal um. Einmal Straße, Zauberei. Nein. Zauberei. Ja. Schneller fahren. Schneller.
Okay, dann gucken wir uns nochmal die Landstraße an. Da ist 80 erlaubt, das ist auch okay. Ja, das lassen wir jetzt auch so. Okay, jetzt müssten Herr Schlacke ankommen gleich und wir bauen den ganzen Kram um. Wie sieht das aus mit der Produktion für Schlacke? Eher geringer, war. Oder was hat der mit? 11 Schlacke-Einheiten, das ist natürlich jetzt kein Kracher. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall sehen, dass wir da noch irgendwie schlackere Materialien ranbekommen für unsere Baumaterialienfabrik. So, und jetzt hoffe ich, geht er in die Kategorie rein. Ja, sehr gut. Reicht aber nicht von der Höhe her. Jetzt reicht es. Es reicht mir. Es reicht mir jetzt. Aber ich habe heute gesehen, es gibt einen wunderschönen neuen Brückenmod, ne? Oh, also da muss ich ja sagen, sehr interessant. Gucke ich mir aber an. Vielleicht fliegt er ja sogar noch in die neue Staffel mit ein, ne? Wir müssen nämlich hier hinten, da haben wir nämlich noch Steine. Die könnten wir dann nochmal wegholen. Hoppala. Das wollte ich ja nun nicht, ne? Das mit M&N ist echt eine geile Sache. Habe ich vorher nie gesehen. Also zu Anfang weiß ich, ging es nicht. So. Es gibt einen neuen Brückenmod, habe ich gesehen, also im Steam Workshop. Und was habe ich noch gesehen? Es gibt auch einen neuen Mod für Güterwagen, also Doppelcontainerwagen. Da bauen wir gleich ran, komm her. Komm her, komm her, come on. Das sieht gut aus. Ja, alles andere kriege ich hier in den Wald reingebaut. Das sieht doch gut aus. Ja, okay, sieht nicht gut aus, aber es ist schön. lustige mit dem Kante. So. Das Ganze nochmal parallel wieder runter. Ja, ich habe für heute eigentlich im Grunde genommen schon fast alles erledigt. Deswegen konzentriere ich mich jetzt nochmal, dass wir wirklich die Baumaterialien unter die Leute kriegen. Das heißt, nach Kantopolis, nach Plusburg, die Anforderung ist da. Und wir können dann gleich nochmal schön, so wie unser lieber Freund Lutz, der wünscht sich ja immer, 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 immer ein Big Boy. Ah, echt? Jetzt habe ich das verkekst, wa? Ne, doch nicht. Oh. Ja, wer kann, der kann, ne? Und wer nicht kann, lässt es bleiben. So, jetzt gehen wir da ganz geschmeidig rein in das Gleis. Und hier brauchen wir uns auch um Kreuzweichen keine Gedanken machen, denn es ist alles schon gelegt. Es ist alles schon gelegt, ja? Wir können hier gleich ganz entspannt wechseln und wieder zurück und auch in eine andere Richtung. Also das ist sehr, 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 sehr gut. Aber wir bleiben hier beim Rechtsverkehr. Das heißt, wenn wir reinfahren, Einbahnstraße und ansonsten ganz entspannt in Zuglänge die Signale setzen. Einmal, zweimal. Guck, jetzt sind wir bei 20 Minuten. Das ist doch gut. Dann können wir gleich sogar noch einen Zug fahren lassen. Kohleproduktion läuft auch, sehe ich da links. So, hier, damit wir nie vor den Gleisen stehen, immer vor den Gleisen die katastrophalen Ampeln setzen. Aber das ist doch ein bisschen weit. Ich hätte jetzt gedacht, wir machen nur die beiden, aber wir machen dazwischen auch noch mal welche. So. Bergauf natürlich auch noch mal. Und vor der Kreuzweiche wieder eine Einbahnstraße.
Damit kriegen wir auf jeden Fall sichergestellt, dass es alles läuft. So, wir haben ein Zugdepot, weil das hier alles läuft. Züge kaufen. Da können wir ruhig ein bisschen, wie gesagt, den Big Boy mal hier fliegen lassen. Big Boy. Kaufen. Güter. Ich glaube, Staker schafft das nicht. Ne? Staker kriegt keine. Nö, kriegt keine. Aber Schüttgutwagen. Gut, einen Stein brauchen wir. So, jetzt müssen wir wieder gucken. Auf die Länge kommt es ja an. Ne? Jetzt mal können wir längere bauen. 400, wie lang geht da? Moment, wir haben ja diesen Mod. Der Mod. Achso, der Mod ist hier, genau. Schafft Länge 480 haben wir gemacht. Das heißt, wir können jetzt Züge bauen in 480 Meter Länge. Boah, da passt ja genau, das ist ja unglaublich. 480 Meter Länge, 468 Einheiten. Also da brauchen wir auch nur zwei Züge fahren lassen. Jetzt brauchen wir noch eine weitere Linie. Wieder nicht das Komma, wieder nicht den Bindestrich benutzen. Ja, so, Haltestelle hier. Nicht zu vergessen. Achso, wir können gleich nochmal nach Holz gucken. Oh, Holzbretter ist ordentlich Produktion. Und nach hier, genau. Also Linie. K. Punkt. Stein. Bauma. Okay. Dafür die beiden Züge. K. Punkt. Stein. Bauma. Und die Fahrzeuge lackieren wir oben in Dänemark. Der erste Zug ist schon einen Monat alt. Okay, wie sieht das aus? Achso, er fährt ja mit Zügen ran. Ne? Oh, du solltest vielleicht mal ein paar mehr Holzzüge fahren lassen. So, jetzt haben wir hier. Na, wer fährt zuerst? Boah, sehr schönes Bild hier. Thumbnail. Das sieht gut aus. Freut mich sehr. Was mit dem dunklen Braun ist auch schon eine schöne Farbe, muss ich sagen. Wir geben jetzt mal ein bisschen Gas. Da wollen wir natürlich nochmal gucken, wie er sich hier schön durchschlängelt. Müsste ja diese Spur hier nehmen eigentlich. Okay, nimmt er nicht. Hat sich also was getan im Bahnhof, wa? Ne, echt? Habe ich hier keine Kreuzweiche drin? Doch, Doppelkreuzweiche ist drin. Na gut. Speichern. Aha, okay. Die Titanis ist da. Ach, deswegen. Weil er von hier aus kommt, darüber fährt. Und dann da wieder raus. Alles klar. Und der andere fährt also auch hier rüber. Und fährt auch hier rüber wieder raus. Das ist völlig in Ordnung. Hoppala. So, jetzt setzen wir uns hier mal rein, gucken uns den natürlich an, den anderen. Da fährt jetzt hier rein, genau. Also ist richtig Bewegung langsam drin, das freut mich. Aber es ist wenig Schlacke drin. Das heißt, der Padre müsste noch mal ein bisschen mehr Eisen anliefern. Also ich habe an Kapazität Kohle genug vorhanden. Wollen wir hoffen, dass sich das auch nicht ändert. Warte mal, den müssen wir noch mal kurz pausieren. Weil wenn der jetzt direkt reinfährt, wäre das nicht gut. Oh, da kommt schon der nächste Schlackezug. Also da sind wir sehr gut getaktet. Oh, was habe ich denn hier gebaut? Das ist ja fast Achterbahn-like. Naja, Hauptsache es funktioniert und wir können hier Vollgas fahren. Obwohl mit einem Zug 480 Einheiten könnte ein bisschen für Schwierigkeiten sorgen, aber naja, gut. Ist jetzt so. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, dass sie jetzt mittlerweile das haben, dass die das Gewicht der Einheiten simuliert wird. Also könnte durchaus sein, dass unser Big Boy ein bisschen untermotorisiert ist. Obwohl das ein Big Boy ist. Macht aber nichts. Kriegen wir alles hin. Wir werden gleich nochmal ein bisschen aufforsten hier. Nochmal 5 Minuten haben wir noch. Also ich bin gut in der Zeit. Ich bin da ganz guter Dinge. Also mir macht das sehr viel Spaß, das Projekt. Und ich merke auch, dass es bei euch sehr, sehr gut ankommt. Wir werden das Ganze natürlich weiterbauen, weiter ausbauen, verbessern, sodass wir dann
eine zweite Staffel sehr, sehr freudig entgegensehen. Sind hier schon Steine? Oh, hier sind schon ganz schön Steine, das ist gut. Alter Schwede. Ist aber auch ein Zug, ne? So von der Länge her. Wie gesagt, der Schönbau bleibt natürlich ein bisschen auf der Strecke, weil wir haben alle nur 30 Minuten Zeit und da wollen wir natürlich so viel wie möglich erledigen. Oh, ich habe gerade gemerkt, ich muss da noch was erledigen. Ich kann das mit dem Schönbau gar nicht machen. Denn mir wurde ja angeboten, hier mit anzuschließen. Ja, hier ist mein Hauptbahnhof, da ist seiner. Ja, gut, kriegen wir hin. Boah, ich habe da ja eine Idee, ne? Gucken, ob wir das hinkriegen. Ich habe ja hier noch so ein tolles Gleis, das wir hier rausziehen können. Kommen wir hier rüber? Nee, wir kommen hier rüber, ey. Ist nur die Frage, hier kommen wir, glaube ich, nicht durch, ne? Nee. Ach, schade. Und da kommen wir auch nicht dran. Das habe ich ja richtig toll gebaut. Okay. Dann weiß ich, was wir machen. Na, kommen wir hier so rüber, ja. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt hier mit drin kommen. Nö. Bisschen zu weit vorne gemacht. Schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie sollen wir denn hier jetzt rauskommen? Oh, da kommt, da sind schon die ersten Baumaterialien. Guck mal, wir haben sogar schon Stahl, wir haben Werkzeuge und wir haben Waren. Das bringt jetzt alles in die Stadt. Das ist doch richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Wir haben uns das auch noch gar nicht angeguckt. Aber ich muss sagen, ich habe mich hier selber verbaut. Ich habe mich hier selber verbaut. Ich habe mich echt verbaut. So ein Mist. Also ich müsste hier direkt runtergehen, um vielleicht unter der Straße unter durchzukommen. Wollen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir das hin. Ach, warte mal. Ach, wir haben ja noch ganz tolle Möglichkeiten. Wir haben noch ganz tolle Möglichkeiten. Hoffentlich kriege ich das jetzt noch hin auf die Schnelle. Ich glaube nicht. Aber wir bauen zumindest schon mal den Anschluss. Wir wissen ja noch nicht, ob das Projekt jetzt wirklich schon endet oder ob wir das noch weitermachen. Das steht halt noch in den Sternen. Da komme ich echt drunter durch. Geil. Das ist so. So. Ja, wer keine Lösung findet, ist selber schuld, ne? Das Spiel bietet einem ja durchaus eine große Anzahl an Lösungen. Guck, dann gehen wir bis hier. Nee, bis dahin wollen wir nicht. Nicht anklicken. So. Und dann wollen wir hier wieder raus. Komm auch. Ja, sehr gut. Sehr gut. Also ich stelle jetzt auf jeden Fall die Verbindung her. Das heißt, von mir aus hast du die Freigabezahlung. Da hat er mich nämlich angeschrieben und hat gesagt, pass auf, Kante, ich hätte ja noch eine Möglichkeit. Kannst du gerne dich anschließen an mir? Das habe ich natürlich hiermit jetzt getan. Ja, ich habe das jetzt, glaube ich, ein bisschen zu gut gemeint. Ja, habe ich zu gut gemeint, okay. Pass auf, dann machen wir das anders. Autosave, okay. Boah, geil, jetzt hier die RRF. Schade. Naja gut, ist jetzt so. Jetzt hat der Kante ja schon gebaut. So, das heißt, da klemmen wir uns an. Und dann ziehen wir einfach die Spur hier raus. Ist ja einfacher, einfacher. So. So. Na, kriegen wir das hin, dass es sauber aussieht? Tja, hätte ich selber nicht besser machen können. Pass auf, ich mache dir hier eine Einbahnstraße hin. So dass du halt hier reinfahren kannst und wieder die andere Straße wieder raus.
werde dir auch genug Signale hier unten hinstellen, aber ich bin jetzt mit, oh, 30 Minuten. Nochmal schnell zumindest die Signalsetzung machen. Wie gesagt, also man denkt immer, ja, easy, alles easy, schaffen wir locker. Und dann zack, sind die 30 Minuten um. Okay, nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende dieser Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen, also wir haben ja mittlerweile richtig viele Däumchen, freuen. Und ja, des Weiteren würde ich mich natürlich freuen, euch in einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann und viel Spaß. Euer Kante. Tschüss.